So, willkommen zu einer. So, warte mal ganz kurz. So. Oh ja, die Sonne kickt schon wieder ganz schön an der Kamera. Und da bin ich noch nicht mal rum. Naja, ich kann aber mal direkt den Karton hier holen. Habe ich mir das sogar schon bereitgestellt, auch wenn ich das Ding mal entstauben müsste. Na. Oh, ich sehe gerade auch die Kamera viel zu hoch eingestellt. Uzili, was denn da los? Amanda Koim. Egal. Könnt ihr wenigstens sehen, wie ich wunderbar diesen Karton. Komm, ich Staubflüssen runter. Ja, okay, jetzt ist hier aber Feierabend. Also jetzt ist hier aber. Holy Maggi. Warte doch mal. Du helft dir am Kopf näher aus. Ja. Feierabend jetzt hier. Aha. So, Sonne erfolgreich geblockt. So, die Kamera gleich richtig einstellen hier. Damit ihr auch das seht, worauf es ankommt im Leben. So, ungefähr. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Ich wollte noch mal ein bisschen testen, was so GZ-Doom angeht. Sprich also zum Beispiel habe ich ja alles voller Staub hier, Alter. Gibt's doch ja nicht. Nee, nee. Das hier sieht übrigens auch aus wie so ein Staubflusen auf der Kamera. Dabei ist das JP-Logo. Naja. Und zwar wollte ich mal gucken wegen Total Conversion. Total Chaos meine ich doch. Also, Total Chaos ist eine Total Conversion, ja. Aber das Ding heißt dennoch Total Co Ca Ich wollte schon wieder Total Conversion sagen. Ich lasse es am besten einfach. Einfach mal. So. Mal gucken, wie das eigentlich so mit 60 FPS performt. Was war das gerade? Der hat gerade meinen ganz linken Bildschirm hier angezeigt. Ne? Also für die, die nicht. Ne? Da. Den ganz linken Bildschirm hat er hier gerade angezeigt. Warum auch immer. GZ-Doom macht komische Sachen. Wo jetzt? Das da. Genau. Ich will mal gucken wegen. Das hier? Nee, das ist nicht das, was du zeigen sollst. Dann muss ich mal ganz kurz gucken. Muss ich Chrome mal deaktivieren? Jetzt müsstest du eigentlich GZ-Dooms. GZ-Doom ist gar nicht in der Liste. Ja, leck mir am Arsch. Dann Fensteraufnahme, X-Kompozeit, GZ-Doom. Quelle sichtbar machen, bla bla bla. Amalakäum. Wo ist denn GZ-Doom? Da ist GZ-Doom. Nee, das ist der Konsolenfenster, du Witzbold. Ich will. GZ-Doom. Klappt das überhaupt? Warte kurz, wenn ich jetzt GZ-Doom. Wenn ich jetzt GZ-Doom. Du mache beenden. Und jetzt was anderes mit GZ-Doom aufmache. Zum Beispiel einfach mal Proto-Doom. Sehe ich das denn auch? Ja, es funktioniert. Nice. Okay, das ist schon mal sehr schön. Okay, das heißt, das wollen wir natürlich nicht. Beziehungsweise, ich könnte eigentlich auch mal gucken. Aber erstmal hier wieder meine Kamera einschalten. So, erstmal gucken, können wir gleich mal gucken, ob Brutal Doom funktioniert. Wobei Brutal Doom jetzt eigentlich nicht so ressourcenhungrig ist. Das heißt, Brutal Doom sollte auf jeden Fall funktionieren. Genau, da habe ich locker 60 FPS. Ist zum Glück überhaupt nicht laut. Oh, Alter. Das war eine Erfahrung fürs Leben, sag ich mal. Das ist ja schlimm. So. Jetzt Total Chaos. Weil Total Chaos ist halt so ein bisschen. Schon wieder.
Ein bisschen ressourcenhungriger. Achso, jetzt kommt erstmal dieses Cut-Intro da. Ich will das überspringen. That's not good. Na komm schon. So. Load Game. Dann machen wir mal. Was habe ich denn hier? Das zum Beispiel. So. Habe ich hier so ein Video FPS? Da seht ihr es wahrscheinlich nicht. Doch, seht ihr. Klar, ist ja oben rechts. Ja, reicht voll 35 FPS. Ich kann mal gucken, ob ich das hier ein bisschen anlocken kann. Ne, weil Doom ist ja auch 35 FPS gelockt. Display. Wo war das überhaupt nochmal? Müsste da sein. Ne, müsste hier direkt sein. FPS, FPS. Sprite, Custom, Custom, bla bla bla. Vibe, Classic, Use, Quake, Quantry, tralala. Nö. Sehe ich nicht. Fühle ich nicht. Hardware-Renderer? Ach nee, das war ja hier bei Video-Optionen, ne? Hier war es mit bei. Max FPS Unlimited. Sollte also eigentlich Unlimited sein. Das scheint ja gut zu funktionieren. Dann machen wir es mal anders. Wir machen mal. Wait, what? Options. Display Options. Hier fehlt die Hälfte. Ist ja schon wieder so ein abgespecktes Menü. Und hier gibt es diese Suchfunktion nicht. Ich wollte gerade nach der Menüoption FPS suchen. Aber so gibt es gar nicht. Ja, nee, egal wo ich hingucke, der bleibt bei 35 FPS. Ist also definitiv gelockt. Weil mein Rechner erreicht niemals gerade 35 Bilder pro Sekunde. Also der schafft hier locker über 100. Aber irgendwie scheint das halt hart zu limitieren. Die Frage ist nur, wo. Ich meine, letztendlich 35 Bilder pro Sekunde sind halt gewollt vom Spiel, anscheinend. Das heißt, wenn er die halt voll erreicht, dann ist ja auch gut. Aber ich meine, wenn ich mal 60 FPS habe, dann sollte. Wäre es natürlich schön, wenn man die auch auf die Straße bringt. Kann man das Ding hier mal ein bisschen größer machen? Mal kurz Option. Display Options. Nein. Video Mode. Resolution Scale. So. Nein. Ich wollte. Was mache ich hier gerade? Genau, das hier. So, das ist nämlich ein bisschen größer. So, wie waren das? Render. Ja. So habe ich genau. Was gibt's denn hier alles? View Size, lila Ananas mit. Nee, hier sehe ich auch nichts mit FPS. Ist es im Grafik-Subsystem? Nee. Ist es bei GL mit drin? Render, Scale, SAO, Gamma, brauche ich auch nicht. D
Das gibt's doch ja nicht. Ja, bei Souls ist das auf jeden Fall nicht mit drin. Das ist hier nur spielinterne Sachen. Damit hat es ja nichts zu tun. Ne. Das muss hier oben irgendwo mit bei sein. Das Problem ist halt, das Wort FPS ist halt so klein, dass ich das auch hier locker übersehen kann, ne? Scheiß die Wand dann. Schissel de Dizzle. Das gibt gar nicht. Ach, Menno. Muss doch hier irgendwo. Ja gut, erstmal machen wir das hier mal wieder auf normal. Oh, das ist wieder aussieht wie korrekt. Genau. Gott, so ein bisschen kleiner. So, wenn ich jetzt auf Total Chaos gehe. Nee, von hier aus kann ich auch nicht zum normalen Settings gehen. Siehst du ja nicht. Weil selbst hier im Menü ist es gelockt, auf 35 Bilder pro Sekunde. Das ist doch nicht wahr. Weil es gibt mehrere Möglichkeiten, mit denen das Ganze gelockt sein kann. Einmal gibt es halt dieses klassische, hier drinne kann man es ne, das hier. Dann gibt es das, glaube ich, auch noch als Kompatibilitätsoption, dass man aus der Kompatibilität zum alten Games irgendwie heraus sagen kann. Aber Kompatibilitätsoption sehe ich hier gar keine. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt ein Ding bei GZ Doom war oder ob das nur bei PR Boom oder ähnliches. Das ist auf jeden Fall vorhanden. Aber ich meine, GZ Doom macht ja sowieso so ein bisschen sein eigenes, was das angeht. Jetzt weiß ich nicht, ob man es dadurch da auch limitieren könnte. Das Menü ist hier so ultra klein. Okay, komm, gehen wir mal raus hier. Gucken wir mal noch mal bei Brudel Doom. So. Options. Genau, hier haben wir nämlich das Ding. So, hier haben wir nämlich ein bisschen mehr. Und hier haben wir auch dieses das hier. Das Ding, das suche ich. So, und da kann man mich jetzt zum Beispiel nach FPS. Und hier gibt es nur diese eine Option. Was? Warte mal. Machen wir mal mit FPS. Ja, hier ist es unlimitiert. Guck mal oben rauf. 630 FPS. Holy moly, das bei 4K. Das musste ich schon verkraften können, da kann ich damit um. So, gehen wir mal wieder raus. Was wir natürlich auch noch probieren können, was sogar noch ressourcenhungrigerer ist hier dieses Doomslayer Krieg Kralala, Tralala. Das hier. Nein. DSC. Das hier, genau. Was? Ja, YOLO, es war ich lange vorbei, aber hey. So, mich mal gespammt. Okay, das wird auch mit angezeigt. So, das sieht doch gut aus. Wir müssen auch mal wieder spielen, ne? Genau, hier erreicht jetzt 60 FPS. Warum eigentlich? Wie kann ich hier F-Sync aktivieren? Boah, die Schriftart ist doch echt wirklich anstrengend, war da ich jetzt mal, ne? Vertical Sync ist off. Da habe ich nur 60 FPS.
Ist das Spiel echt so buntig? Holy shit. Ja, tatsächlich. Das war wirklich deswegen, weil ich bin selber so hungrig ist. Holy moly. Ja, deswegen, also die das Doomslayer-Kronner kriegen kann. Was steht da? Steht es hier irgendwo? Doomslayer? Nee, steht hier nirgendwo. Egal. Das ist halt wirklich sehr ressourcenhungrig. Wobei, jetzt sage ich auch immer 70. Ja, nee, wieder eine 60. Aber immerhin, ich meine, mit Bildschirmaufnahme. Ich meine, es läuft jetzt relativ vieles parallel, ne? Wie gesagt, ich zum einen spiele ich halt in 4K. Dann muss das Ganze ja auch noch aufgezeichnet werden über Software, habe ich ja schon erklärt. Und dann wird das Video auch noch encodiert. In Echtzeit. Mit 4K 60 FPS. Ja, ich weiß, mit diesem Preset mit Verifast. Aber es ist trotzdem H264 Codec. Das heißt, einfach aufgrund dessen, dass das Ganze halt 4K mit 60 FPS ist und das in Echtzeit codiert werden muss, fordert das halt schon ganz schön Leistung. Ich meine, wie gesagt, mein 16-Kerner ist so 40% ausgelastet. Und das musst du erstmal schaffen. Ist schon not bad. Ach, guck mal, hier habe ich 170 FPS. Nice, Alter. Diese Details hier und das so. Okay, gut. Wie war das? Nee, hier reingehen kann ich nicht mehr. Müssen wir mal wieder spielen. Es gibt so viele Sachen, die ich wieder spielen möchte. Achso, hier muss ich durchlaufen. Ah, so war das, genau. So, jetzt müsste hier gleich eins kommen. Das hat schon immer genervt, dieses ewig lange Warten hier. Ja. Aber geil, dass es so gut läuft. Wobei, guck mal, bei OBS bekomme ich jetzt nur 56 FPS. Jetzt habe ich wieder 60 FPS. Okay, das heißt, das Ding scheint doch schon ganz schön zu fordern. Das ist ja schon. Achso, ich sollte mal hier vielleicht. So. Die Frage ist, ob du mich überhaupt verstehst, so laut wie das Spiel gerade ist. Ist ja alles hier meine privaten Optionen. Und dementsprechend alles auf normale Lautstärke eingestellt. Für Let's Play gehe ich ja normalerweise runter auf irgendwie 20 oder sowas. Gut, was jetzt nicht so viel bringt. Gibt's hier kein Mastervolumen? Ne, hier gibt's nur die einzelnen Sachen. Ah, auch geil. Naja, dadurch, dass das ja bloß so Background-Musik ist, sollte man mein Gelaber trotzdem verstehen. Aber da merkt man schon, ne, bei dem Spiel hat der Rechner, also läuft der Rechner tatsächlich jetzt ein bisschen ans Limit, ne? Wobei, der schwankt doch ganz schön. Jetzt hat er wieder locker 60 FPS. Egal was ich mache. Und jetzt geht er wieder runter auf 59. Wieder 59. Also, machen wir hier. Was? Nein. Was für I? So, machen wir mal hier ein bisschen. Okay, komm, dann mache ich aber doch ist ein bisschen leiser. Sonst platzen uns hier. Oh, ich hab die Ohren. Kann ich hier nicht einfach muten? Komplett muten? Ich will hier nicht alles verstellen, weißt du? Ach komm, gehen wir mal direkt hier auf. Also wenn sehr viel los geht auf dem Bildschirm, habe ich bloß noch 57 FPS laut OBS. GZ-Doom hat immer noch so um die 60 FPS. Ja gut, droppt auch teilweise auf 57 FPS laut der Anzeige oben rechts. Naja, ist schon sehr interessant. Na gut, komm. Wie gesagt, dazu muss man sagen, bei dem Spiel jetzt, hier bei diesem Doom Slayer Con, also allgemein bei GZ Doom,
Da ist auch das Problem jetzt nicht, dass mein Rechner an sich ans Limit läuft, weil mein Rechner ist, wenn der hier limitiert, läuft der Rechner auf nicht mal 50% CPU-Auslastung. Sondern das Problem ist halt wieder, dass GZ Doom leider Single-Core-Performance hungrig ist. Ja, das heißt, die ganzen Berechnungen von diesen ganzen Sachen hier macht zwar die GPU klar, aber trotzdem muss der Spieler erstmal sagen, wo hier was platziert wird und dies, das, Ananas und die ganzen Physik berechnen und alles. Und das läuft halt alles weitestgehend Single-Core ab. Also da ist schon ein bisschen Parallelisierung mit drauf, klar. Aber leider nicht alles. Dementsprechend hast du halt schon das Problem, dass das irgendwo limitiert. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber das hast du halt bei Spielen generell, dass nicht alles bei Spielen, also wie gesagt, Multithread ist bei Spielen halt schwer zu implementieren. Spätestens wenn da solche Sachen gehst wie Physik, Simulation und sowas alles. Weil da hast du halt die Sachen, die hängen voneinander ab. Also musst du sie, wenn du nicht sehr tief in die Materie einsteigen möchtest, halt Sachen klassisch nacheinander berechnen. Ja. So, das heißt, GZ Doom an sich funktioniert auch weitestgehend. Kann man ja nochmal einen anderen gucken, und zwar hier Project Protality 3. Das Ding ist ja auch mal sehr grafikhungrig. Mal gucken, wie der abgeht. Oh, der sagt hier locker 60 FPS, sehr schön. Machen wir mal hier. So, damit wir nicht direkt wieder hier Ohrkasper bekommen. Hä? Master Volume gibt's ja doch? Ist aber gefallen verarschen oder was? Ja, easy. Das ist halt immer das Problem, wenn Spiele irgendwie welche Customized Menüs hier anbieten und dann nicht mal die grundlegenden Sachen anbieten. So, gucken wir mal rein hier, wie es eigentlich aussieht. Oh. Okay, wenn eine Menge abgeht, dann droppt der auch schon ganz schön. Ich muss halt überall erstmal meine Maus hier einstellen. Das Problem ist halt, die ganzen Sachen nutzen halt separate Einstellungsdateien. Und es ist alles noch auf meine alte Maus eingestellt. Und hier. Das ist halt alles viel zu hoch. Ich müsste halt überall mittlerweile so auf die Hälfte runtergehen, weil halt meine neue Gaming-Maus doch sehr empfindlich ist, was das angeht. Mal gucken, wie es jetzt so ist. Oder ist meine Maus halt eingestellt? Nö. Weil das Problem ist ja auch, ja, so schon besser. Das Problem ist ja auch, bei meiner Maus, ich guck mal, ob man das hier so ein bisschen sehen kann, die hat ja so zwei Tasten, und wenn man jetzt da so hinguckt, Achtung, gleich, da sieht man da so Striche. Ne? Jetzt hier sind drei Striche, jetzt zwei, einer. Man kann also die Sensitivität der Maus auch on the fly einstellen. Aber wenn ich dann natürlich im Spiel drauf komme, weil die Tasten sind direkt links neben der linken Maustaste. Und wenn ich da nicht aufpasse und dann einfach, ne, da mal so raufkomme, während ich spiele, da ist natürlich auf einmal meine Maus verstellt und das ist natürlich in dem Moment ein bisschen blöd, dass man die Tasten so leicht drücken kann. Und ich meine, dass man die Tasten so gut erreichen kann, ist ja kein Problem. Aber man kann ja halt auch sehr leicht drücken. Und das ist dann natürlich schon ein Problem. Ist das überhaupt richtig eingestellt? Ja. Funktioniert auch relativ gut. Ja, so ist auch schon viel besser hier. Eine Waffe! Ups! Hat jemand eine Granate geworfen? Gut, gucken, machen wir mal einfach Level 20.
So. Konnichiwa. Sieht aber alles soweit gut aus, ne? Oh, da ist ja einer. Wo kommst du denn her? Oh, da ist ja noch einer. Ey. Ach, da sind ja auch welche. Mach hier zu. Was? Die können hier reinschießen? Oh, schön, man kann durchschießen. Ich meine, die können wenigstens nicht durchlaufen. Aber wenn die halt durchschießen können, ist halt trotzdem blöd. Oh, und die können die Tür aufmachen. Okay, komm, dann gehen wir raus. Sonst ist da, da drin eh gefundenes Fressen. Ey, wer schießt hier? Ist aber gut hier. Aus, Ende, finito. Ich sollte mal wieder öfters Doom spielen, gell? Ja. Aber man merkt schon, ich bin jetzt ein berufstätiger Mensch. Und seitdem komme ich hier privat kaum noch zum Spielen. Da verlerne ich sogar, wie man Doom spielt. Das ist ja schlimm hier. Was? Oh, Alter. Na, die alle her hier. Naja, das sieht so geil. Jawohl, ja. Los, stopp doch mal. Warum kann ich keine Feed ausweichen? Ich hasse diese Kakodemon? Nein, Kakodemon waren die anderen. Oder waren doch diese roten Viecher, die fliegen können, waren die Kakodemon, ne? Warum können die ausweichen bei Brutal Doom? Bei Project Brutality. Also bei beiden. Bei Brutal Doom können sie auch ausweichen. Das ist so unfair. Ich hasse Gegner, die ausweichen können. Die sind zu gut. So. Okay, das heißt, GZ Doom allgemein funktioniert auch auf jeden Fall. Also zumindest so die, ne, GZ Doom, also Vanilla Doom in GZ Doom, Brutal Doom und Project Brutality, die funktionieren alle einwandfrei. Klar, die Spiele, die natürlich an sich einfach ultra viel brauchen, wie halt Total Chaos und Doomslayer. Ich weiß immer noch nicht, wofür das C steht. Egal, also hier dieses DSC, das ist natürlich, da sind einfach die Spiele an sich zu fordernd. Da belasten die einfach zu sehr die GZ Doom Engine. Naja. Juh, das heißt, das kann man schon mal als Erfolg verbuchen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Jetzt muss ich überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich noch getestet haben wollte. Also wir haben GTA probiert, wir haben Mindtest probiert, wir haben... Ja, Euro Truck Simulator natürlich auch probiert. Also so die ganzen neueren Verdächtigen haben wir alle probiert. Wir haben Doom probiert. Gibt es noch irgendwas, was ich aktiv spiele als Let's Play? Nee, ne? Also klar, solche Leubob-Sachen wie dieses... siehst du hier schon wieder verstellt. Jetzt ist die Maus zu klein. Mal ein bisschen hochstellen hier. Ah, schon besser. Genau, okay. Ach so, ich sehe gerade eh nicht. Sehr schön. So, jetzt... können wir das ganz reingucken? Was? Mein Test. Ja. Ist nur mein Test. Sehr schön. Ja.
Was war denn das hier alles? Ach so, ja, genau. Oh mein Gott. Ja, wir müssen echt mal wieder MyTest spielen, ne? Hier noch meine wunderschöne To-Do-Liste. Die wir noch abarbeiten wollten. Wobei ich ehrlich gesagt nicht wirklich weiß, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob wenn ich wieder MyTest spiele, also auf meinem Server, ob ich dann überhaupt auf dem Serververfahren weiterspiele oder mir einen neuen Ort suche. Genauso muss ich auch, wenn ich meine Server irgendwann mal wieder online setze, weil irgendwann mal glasfaserendlich vielleicht hoffentlich da ist, will ich sowieso einen Thread aufmachen. Als Rundfrage, ob ich nicht meine Server einfach komplett plätte, also quasi die Maps zurücksetze. Einfach aufgrund dessen, dass sowieso Ewigkeiten drauf keiner gespielt hat. Das heißt, die Leute, die kennen die Map eh nicht mehr. Und da ja seit dem Erstellen der Maps ja auch sehr viele Mods mit der Zeit hinzukamen, sind ja auch die Maps an sich. Ja, sie leiden halt darunter, dass im Laufe der Zeit Mods dazukommen, weil zum Beispiel bei dem Kreativserver, ne, bei der Technics-Mod gibt es ja neue Rohstoffe und bei den Map-Teilen, die schon erkundet wurden, bevor die Mod hinzukam, gibt es diese Rohstoffe in der Erde natürlich nicht und solche Sachen. Und deswegen ist halt mein Gedanke auch, wenn meine Server sowieso schon so lange nicht mehr besucht waren, ob es nicht sinnvoller wäre, die Maps zurückzusetzen. Aber werde ich mal nochmal ansprechen in dem MyTest Let's Play. Weil das Video hier guckt sowieso keine Sau. Von daher. Gut, ja, was mit dir? Du bist hier nicht willkommen. gut, da soll es das mit den Tests auch erstmal gewesen sein. Dann habe ich soweit jetzt wirklich alle Spiele getestet, die ich so mit OBS aufnehme. Und das scheint auch alles zu funktionieren. Hieß ja, was wir nochmal machen können. Ist ein, wie hieß denn das Ding? Superposition. Einfach mal, weil wir es können. Was? Achso, habe ich ja verschoben. Machen wir so hier. Let's go. Wir machen mal 4K Optimized. Ach scheiße, ich kann mit der Maus nicht raus aus dem Fenster. Ah. Immer diese Vollbildanwendung, die Maus locken. Das ist doch dämlich. Das ist doch total beknackte Kacke. Hier ist ja meine Kamera schon wieder viel zu groß. Und ich laufe auch im falschen Fenster. Das heißt, ihr seht sowieso nur meine 40 Bilder pro Sekunde. Ach. Gut, ich meine, viel mehr erreicht das Ding hier sowieso nicht. Boah, schwankt aber ganz schön. Mal über 100 FPS, mal nur 17 FPS. Das ist so nicht richtig. Normalerweise erreiche ich immer so, ja, relativ glatt. So um die 47 FPS bei 4K. Kann das sein, dass ich schon wieder mit meinem Fensterding nicht klarkomme? Aber kurz, dann mache ich mal. Ich mache mal kurz. Mache ich mal, ne? Das hier und dann mache ich einfach mal temporär einfach hinzufügen. Ja, wo bist denn du Hurensohn? X-Composite. Ja, ne, dann nenne ich einfach mal irgendwie. Wow, jetzt seht ihr mein wunderschönes GKLM. Sehr nice. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie hart ausgelastet. Leute, ihr seht sogar den Mauszeiger, wenn die Maus über dem Fenster ist. Ist ja süß. Ja, guck mal, könnt mal sehen, wie wenig der Rechner eigentlich ausgelastet ist, wenn hier was läuft. So, was ich mal machen möchte, ist jetzt One. So, jetzt. Selbst Altab funktioniert nicht, wenn der Benchmark läuft. Wie soll ich denn jetzt den Benchmark in OBS hinzufügen? Wenn ich ihn minimiere, kann ich ihn denn hinzufügen? Ne, ich habe nur das Fenster. Das bringt mir voll viel. Muss doch irgendwie möglich sein, dass ich das Hauptfenster hinzufüge.
Warte mal kurz, ich kann ja mal gucken, wenn ich jetzt hier sage Custom. Seht ihr das überhaupt? Also ein bisschen. Und jetzt hier aber sage, er soll nicht im Vollbildmodus laufen, sondern im Fenstermodus. Kann ich dann aus dem Fenster raus? Ja, jetzt kann ich aus dem Fenster rausgehen. Das heißt, jetzt müsste ich den auch ausgewählt bekommen, richtig? Abbrechen. Hinzufügen. X-Composite. Einen kreativen Namen geben. Und jetzt. Jawoll, ja, der geht auch. So, dann jetzt einmal wieder abbrechen hier. Bumm, und jetzt sagen Vollbildmodus. Das müsste auch funktionieren, ne? Wenn ich sage Fullscreen, 4K, Texturqualität High, so wie ich gerade bin. Und jetzt One. Müsstet ihr es doch jetzt sehen, oder? Natürlich nicht. Das gibt's doch ja nicht. Ja, im Fenstermodus läuft es natürlich. Cool, kann ich hier sagen Vollbild? Weitere Vollbild. Ja. Genau, jetzt habe ich wieder wenigstens meine einigermaßen stabil 50 Bilder pro Sekunde. Also zumindest schwankt es nicht so wie... Ja doch, schwankt immer noch extrem. Was? Oh, da einfach abgebrochen. So. Machen wir kurz hier. Jetzt ist nur noch der Benchmark offen. Aber erstmal auf ist ja nicht andere zu beenden. Was ist denn los mit dir? Geht doch. So. Jütchen, das heißt, der Benchmark scheint doch echt das System ganz schön zu blocken. Weil erstens kriege ich das Ding halt kaum gecaptured. Bei OBS läuft das Ding gerade noch mit 20 FPS. Ja. Und der Benchmark selber, der läuft auch sehr instabil, sobald ich Screen Capturing mache. Das ist ja interessant. Wenn ich jetzt hier ohne alles mache, wenn ich jetzt nur das hier mache. So. Und jetzt das Ding laufen lasse. Jetzt sollte er eigentlich nichts aufnehmen vom Bildschirm. Das heißt, das Programm müsste komplett normal arbeiten, richtig? Ja, das sieht gut aus. Ja. Naja. Also zum Benchmark abfilmen ist OBS so auch nicht so geil. Also zumindest nicht über Software. Klar, über Capturing Card, ne, über die Grafikkarte, direkt über HDMI und dann wieder einfahren per Capture Card. Das müsste wieder funktionieren, klar. Weil dann weiß ja der Benchmark gar nichts davon. Aber dadurch, dass halt das Capturen des Videos ja die Grafikkarte beansprucht und der Benchmark selber auch die Grafikkarte voll auslastet, ne, kann das natürlich nur zum Bottleneck führen. Was man halt auch dezent sieht. Ja. Naja. Gut. Ja. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Egal. Schön was trotzdem. Ja. Dann soll das mit der Folge erstmal wieder gewesen sein. Die Tests, würde ich jetzt sagen, sollten damit eigentlich alle abgeschlossen sein. Scheint alles gut zu funktionieren.
Nice. So, perfekt. Na dann, ciao.